Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es wieder mal um Erste Hilfe und es geht um Erste Hilfe Kids. Der ein oder andere hat es mitgekriegt, wir haben bei uns im Shop die verschiedenen Kids, ich will nicht sagen rausgenommen, aber irgendwie dann schon, weil wir sie so selber nicht mehr zusammenpacken können, wollen, however. Weil da aber aus unserer Sicht auch viel mehr dazugehört als das, was wir euch zusammengestellt haben. Bei dem, was wir da zusammengestellt haben, das war eine ganz gute Basis, aber wir möchten euch mit an die Hand nehmen und euch ein bisschen genauer an das Thema einführen, was in so ein Erste-Hilfe-Kit gehört, wo was anfängt, was für wen sinnvoll ist und wie was angewendet wird. Denn auch da haben wir bei den Videos, sagen wir mal, das ein oder andere an Schwierigkeiten oder Hupala gehabt. Heute fangen wir also an mit dem ersten Kit. Und zwar ist es das Minimalist-Kit. Wir hatten das als Minimalist-Kit. Das war ein SWAT-T-Tourniquet. Das war komprimierte Gase. Und das Ganze war verschweißt, vakuumiert in einem Folienbeutel. Was da aber noch alles dazugehört, was man dazu packen kann, aber nicht muss, das besprechen wir nach dem Intro. Also, Intro, Erklärbär. Showtime, folks! Also als erstes geht es mal um die Frage, was für euch, beziehungsweise möchte ich, dass ihr euch mal Gedanken drüber macht, was ihr tatsächlich so im Erstangriff dabei haben wollt, womit ihr wirklich umgehen könnt, womit ihr euch sicher fühlt. So, Minimalist-Kit hatten wir gesagt, SWAT-T-Tourniquet und komprimierte Gase. Komprimierte Gase habe ich hier. Das hier ist so ein SWAT-T-Tourniquet in ausgepackt. Hier ist es noch original verpackt. Hat ein ziemlich kleines, ziemlich flaches Packmaß, wie ich finde. Hat hier an den Seiten, ich weiß nicht, ob man das wirklich erkennen kann, so Ausstanzung, dass man es wirklich leichter aufreißen kann. Und dann ausgepackt sieht das Ganze dann so aus. So, auf der Innenseite haben wir so eine Bedruckung mit so verschiedenen Karos. Das heißt, wenn wir das Ding wirklich zum Abbinden nehmen wollen, ja, das funktioniert, dann müssen wir diese Karos so weit ziehen, dass die wie diese Quadrate hier aussehen. Also diese Rechtecke so lang ziehen, bis die so aussehen. Diese Kreise hier so weit ziehen, bis die wirklich rund sind. Und das müssen wir auf der gesamten, was wir da verwursten, auf der gesamten Länge tatsächlich diesen Zug auch halten. Das ist halt der ganz große Haken an der Sache. Das heißt, dass zum Abbinden, dass das zwar funktioniert, dass das aber übungsaufwendig ist. Das ist einer der Gründe, warum meine ausgepackt ist. Was in so ein Minimalist-Kit sonst noch ganz gern rein kann, aus meiner Sicht. Hier habe ich so ein Paket mit zwei Handschuhen. Hier habe ich so ein kleines Erste-Hilfe-Set. Da sind ein paar Pflaster drin. Wir gucken uns das hier später nachher nochmal an. So ganz in Ruhe. Kommen wir mal zu so ein paar Miss, Misses und Mam-Verständnissen um die komprimierte Gase. Komprimierte Gase wird überall da eingesetzt zum Ausstopfen, zum Austamponieren von Wunden, wo wir mit der Traumabandage und wo wir mit einem Tourniquet im Erstangriff im Grunde keinen Blumenpott gewinnen. Also Schulter-Nackenbereich und im Beckenbereich. Wie die angewendet wird, gucken wir uns jetzt an. Für diejenigen von euch, die wirklich zart beseitet und sensibel sind, ist hier wahrscheinlich der Moment, wo ihr besser wegschaltet. Okay?
Ich arbeite jetzt mit einem Wound-Packing-Trainer. Ich arbeite auch ohne Kunstblut. Das heißt, es wird nicht ganz so schlimm, aber der eine oder andere wird wahrscheinlich, dem wird da wahrscheinlich ein bisschen mulmig bei werden, weil ich werde es logischerweise auch erklären. Was wir hier haben, ist jetzt so ein Wound-Packing-Trainer. Das ist im Grunde eine Box mit Silikon in verschiedenen Arten und Varianten. Und hier haben wir unsere lieblingskomprimierte Gase. Hier haben wir unseren Satz Handschuhe. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das mit der komprimierten Gase richtig gehört. So, Kinders, komprimierte Gase. Hier haben wir einmal so Ausstanzung, wo man das gute Stück aufreißen kann. In Gänze ausgezogen sind das bummelig 3 Meter Gase in steril. Ein paar Handschuhe und die Hauptanwendung und das, wo es immer wieder zu Misses, Mem-Verständen oder zu einfachem Unfug, lebensgefährlichem Halbwissen kommt, ist, wozu das denn angewendet wird, ob es improvisiert werden kann oder auch nicht und wenn ja, womit. Eins der größten Mythen ist, dass man Wunden, die man austamponieren will, dass man das mit einem Tampon machen kann. Ihr wisst schon, Hygieneartikel für Frauen. Und da können wir ganz kurz die Abkürzung nehmen. Nein. Was wir jetzt als allererstes machen, wenn wir denn eine solche Wunde haben, als allererstes mal die Frage, wo wird das Teil hier angewendet? Komprimierte Gase kommt überall da zum Einsatz, wo wir mit dem Möbel hier, also dem Tourniquet, dem gemeinen Tourniquet an sich oder der Traumabandage des Vertrauens, gerade im Erstangriff, echt kein Blumenpott gewinnen. Wir machen mal ein Fallbeispiel. Hat wirklich in den Pyrenäen stattgefunden. Pyrenäen, Grenzgebiet zwischen Frankreich und Spanien in der Nähe von Perpignan, also wirklich Südfrankreich. Ein Mountainbiker ist einen Berg wieder runtergefahren. Pyrenäen sind traumhaftes, ist ein traumhaftes Gebiet. Mountainbiker fährt Kraft seines ganzen Könnens downhill, nimmt eine Baumwurzel etwas unglücklich. Das Lenkerhörnchen hinterlässt ein Loch in der Hüfte. Und zwar so, dass du mit einem Tourniquet nicht rankommst. Der Typ hat tierisch Schwein gehabt, weil der Mountainbiker hinter ihm war Gefäßchirurg aus Perpignan. Das ist die Grenzstadt, eine Universitätsstadt an der Grenze nach Spanien. Und der es beigegangen hat, komprimierte Gase, da rein. Dazu man nehme einen Finger, denn wir müssen erstmal rein. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt eklig an, das hört sich nicht nur eklig an. Das ist es auch. Denn wir müssen letzten Endes rausfinden, wie tief das Ganze ist. Ob ich damit tatsächlich hinkomme. Und ansonsten habe einen Plan. Und mindestens einen Plan B. So, nachdem ich also jetzt weiß, wie tief das Ganze ist, gehe ich bei, mache diese Gase auf. Und ich popel die jetzt nicht komplett raus. Ich sehe zu, dass ich hier eine kleine Ecke mir rauspopel. Da ist sie auch schon. Schön, dass du da bist. Mach mir hier einen kleinen Ball draus. Dieser kleine Ball kommt ganz nach unten an den sogenannten Wundgrund. Hört sich nicht nur eklig an, das ist es auch. Und das Ganze wiederhole ich mit diesem Stopfen jetzt so lange, bis dieser Wundkanal wirklich fertig ausgestopft ist. Wenn ich diesen Ball nicht forme und nicht ganz an den Wundgrund gehe und diese Wunde nicht ganz ausstopfe, habe ich das Problem, dass es ins Gewebe einblutet. Und wenn das zum Beispiel am Oberschenkel passiert, haben wir so gute 2 Liter, die da reingehen können, was für den Patienten echt gefährlich werden kann. So, jetzt habe ich das Loch so weit ausgestopft, dass jetzt hier oben drauf schon der erste Berg entsteht.
Jetzt gehe ich bei, packe den Rest hier drauf. Und jetzt wird 3 Minuten wirklich hoher Druck ausgeübt. In der Zeit gehe ich jetzt nicht bei und fange an, irgendwie eine Werbung einzublenden oder so, sondern ich mache den Erklärbär dazu, warum. In diesen 3 Minuten, wo wir jetzt hier fröhlich drauf rumdrücken, hat es den bitteren Beigeschmack, dass wir dem Körper von unserem Patienten die Chance geben, dass er sich aktiv an der Bildung von so einem Blutfropf beteiligen kann und soll. Das heißt, es sammelt sich Blut an dieser Gase und bildet, wenn wir es richtig machen, im Grunde so eine Art Wundverschluss oder zumindest einen Teil vom Wundverschluss. Diese Gase, wenn wir dann soweit sind, die lassen wir auch drin. Jetzt gibt es die Ersten, die wahrscheinlich aufrühren, ja, und mit Quick-Clot, das geht viel schneller und ist viel geiler, ist viel cooler. Nee, ist es nicht. Und aus Gründen der Fairness mache ich auch den Erklärbär dazu. Quick-Clot ist ein Mittel, auch eine Gase, auch eine komprimierte Gase, aber da ist ein Medikament eingearbeitet. In dem Moment, wo wir hier in Deutschland mit einem Medikament rumfuhrwerken, mit dem wir weder ausgebildet noch eingearbeitet sind, machen wir uns strafbar. Mir sind aus der Anfangszeit von dem Zeug 4 Fälle bekannt, wo der Gebrauch von diesem Quick-Clot dazu geführt hat, dass es von einem Notarzt nicht richtig angewendet wurde und dabei 4 Patienten zu Tode gekommen sind. Deswegen, ja, ich bilde Leute auch an Quick-Clot aus, aber dann geht mal davon aus, dass wir die ersten 3 Tage nichts anderes machen als Wunden stopfen. Und zwar so lange, bis das mit diesen 3 Minuten wirklich fluffig funktioniert. Bis ihr tatsächlich im Stand und in der Lage seid, diese 3 Minuten zu überbrücken, ohne dass es kürzer als 3 Minuten wird. Und 3 Minuten mit hohem Druck. Wenn ihr den Druck nicht richtig haltet, wenn ihr die 3 Minuten nicht durchhaltet, dann werde ich euch ein Quick-Clot nicht ranlassen. Denn was passiert bei dem Quick-Clot? Quick-Clot entzieht, wenn man so will, das Ganze platt ausgedrückt, dem menschlichen Körper den Wasseranteil. Das ist im medizinischen Erstangriff zwar ganz gern gewollt, ist auch gar nicht so richtig doof, weil es die Gerinnung beschleunigt. Es hat aber den ganz blöden Haken an der Sache, dass wenn es nicht richtig angewendet und der Druck nicht richtig angesetzt wird, dass es sich im Körper austobt in Form von Lungenembolien, die mit dem menschlichen Leben nicht vereinbar sind, in Form von Herzinfarkten, die mit dem menschlichen Leben nicht vereinbar sind und in Form von Schlaganfällen, die ebenfalls dauerhaft mit dem menschlichen Leben nur bedingt oder nicht zu vereinbaren sind. In diesen 4 Fällen, von denen ich gerade erzählt habe, wo ein Anästhesist tatsächlich seine verschiedenen Scheine abgeben durfte, hat das Ganze dazu geführt, dass dieses Quick-Clot, dieses Medikament in den Körper eingeschwemmt wurde und sich ausgetobt hat. In der Obduktion hat sich dann herausgestellt, dass besagte komprimierte Gase mit hohem Druck die Blutstillung definitiv herbeigeführt hätten und wahrscheinlich der Patient das Ganze überlebt hätte. Das war auch der Punkt, warum das Ganze so tierischen Ärger nach sich gezogen hat. Ist sehr, sehr lange her. Mit Gerichtsverfahren, mit Tralala, mit hast du nicht gesehen. Und wie gesagt, das Ende vom Lied war, dass jemand wahrscheinlich jetzt einen Taxischaden hat oder so. Ich weiß es nicht. Ist es mir eigentlich auch egal. Weil Kraft des ganzen Nichtwissens, also selbst wenn man da irgendwie mal auf die Packungsbeilage geguckt hätte, nur so einen unauffälligen Blick drauf geworfen hätte, wäre es eindeutig zu ersehen gewesen, dass das Ganze halt nicht so einfach geht. So, unsere 3 Minuten haben wir rum. Jetzt können wir beigehen und können das Ganze, wenn es zum Beispiel am Schulter-Nackenbereich ist, können wir das mit einer Traumabandage versorgen. Oder wie in unserem Fall mit sowas hier eine Traumabandage improvisieren. Wie das Ganze mit einer Traumabandage funktioniert, Schulter-Nackenbereich versorgen und so weiter und so fort, das zeige ich euch im anderen Video. Okay? Dazu brauche ich nämlich noch eine zweite Persönlichkeit. Derjenige darf auch einigermaßen lebend sein.
damit das Ganze auch noch etwas realistischer aussieht. Womit ihr eine komprimierte Gaze definitiv nicht ersetzt und womit ihr so ein ausfüllendes Loch definitiv nicht hinkriegt, ist ein Tampon. Ein Tampon, wenn wir einen Tampon mal auseinanderdröseln, ist letzten Endes nichts anderes vom Volumen her als das hier. Und ich finde es immer wieder jammerschade, dass diejenigen, die so wahnsinnig den Hals aufreißen, dass das funktioniert, dass sie keinen weiblichen Kontakt haben in ihrem Umkreis, der zumindest in einem Alter ist mit einer einigermaßen gesunden Menstruation. Jede 12-Jährige mit einer einigermaßen fluffigen Menstruation könnte euch nämlich erklären, dass es nicht funktioniert und auch das warum. Wenn wir dieses Gebänsel hier soweit einhaben, dann lassen wir die Gaze auch drin. Die wird erst im Krankenhaus wieder entfernt. Ich mache es jetzt hier mal, um vorzuführen, was damit alles nicht geht. Wir haben also unseren Tampon. Ups, der ist ja weg. Hallo? Hallo? Hallo, ist da jemand? Also greifen wir zum Äußersten. Voilà. Es gebar eine Kompresse 10x10. So viel zum Thema mit einem Tampon, Schusswunden oder irgendwas in der Art tamponieren. Ihr habt gesehen, was das für ein Klumpen war an komprimierter Gaze, was ich da rausgeholt habe. Das sind insgesamt 3 Meter. Das hier war jetzt 10x10. Komm, ernsthaft. Ich hoffe, ich habe hier schon mal ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, wir haben gesagt komprimierte Gaze, wir haben gesagt der hier. Was können wir denn damit alles machen? Also nochmal, ich habe hier in der Hand meine Verletzung, habe mich geschnitten, da eventuell ein Seil durchrauschen lassen, was auch immer, und gehe bei. So, und damit habe ich jetzt die Kompresse fixiert und gehe jetzt bei. Wickel hier ohne großartigen Zug, lass der Wickelei einfach ihren Lauf. Hier unter dem letzten Bindengang stecke ich das Ganze jetzt durch. Brauche nicht Knoten, kein nichts. Es verrutscht nichts. Sauberes Arbeiten. Voilà. Ich kann damit aber zum Beispiel auch tatsächlich eine Abbindung herstellen. Und das gucken wir uns jetzt an. So, wir nehmen an, ich bin hier gleichmäßig am Pulsieren. Ich gehe bei, klecker mich erstmal selber voll. Das Ding ist, dass ich selber echt Zug aufbringen muss. Und diesen muss ich auch aufrecht erhalten. Boah, Alter, leck mich am Arsch. Warum mache ich das eigentlich alles? Massa. Fuck. Ah, leck mich, bis ich schreie. So, jetzt würde hier von der Theorie her das Ganze wieder unter dem letzten Bindengang durchgesteckt werden. Ach, du Scheiße. Oh, fuck. Geht, ist aber gewöhnungs- und übungsbedürftig. Wo das aber auf jeden Fall geht und auch auf jeden Fall besser geht, ist, wenn man jetzt irgendwie in einer Hunderei unterwegs ist. Das erkläre ich auch gleich noch. Das, wo es auf jeden Fall auch funktioniert, das ist zum Beispiel bei den Fellnasen. In dem Fall 2 Mali-Nasen. Das hat ganz einfach den geistigen Hintergrund und Nährwert, dass hier beim Cat ist hier so eine Druckplatte. Dafür sind die,
die Läufe aber zu dünn, also die Schenkelchen der verschiedenen Damen- und Herrenhunde. Das geht. Kleinkind geht. Erwachsener geht auch, ist aber übungsaufwendig. Wir gucken uns das Ganze nochmal am Beispiel an, am oberen der drei Schenkel. Seht bitte zu, dass ihr nichts in der Hosentasche habt. Wollen wir das mal so gestalten, dass ihr das auch wirklich, wirklich, wirklich seht. Da seht ihr, ich muss da schon ganz schön ziehen. So. Und ich muss diesen Zug, und das ist der Haken an der Sache, wirklich aufrecht erhalten. Verdammt. Oh, fuck. So. Da wird jetzt wieder unter dem einen der letzten Bindengänge das Ding fröhlich lächelnd eingefädelt. Und dann klappt's auch mit der Abbindung mit dem SWAT Titaniki. So Leute, ich hoffe, ich konnte auch hierzu etwas Licht ins Dunkel bringen. Es gehen also Verbände zu improvisieren, es geht abzubinden. Ich persönlich habe derartiges Teil in Tateinheit mit komprimierter Gaze im Kit für die Hunde. Du kannst mit der komprimierten Gaze bei den Hunden in den Beinen, kannst du die Beinen auspolstern. Auch sowas solltet ihr nach Möglichkeit üben und das solltet ihr nach Möglichkeit mit eurem Hund üben. Ihr werdet nur besser in dem, was ihr tut, dadurch, dass ihr es regelmäßig tut. Was kann jetzt also in so ein Minimalist-Kit noch rein? Handschuhe hatten wir gesagt, komprimierte Gase hatten wir gesagt, das hier hatten wir gesagt. Das hier ist ein sogenanntes Erste-Hilfe-Set und da gucken wir jetzt mal rein. Tralala. Es ist im Grunde wie ein Pflaster-Set, nur wie ich finde, viel cooler. Da ist nämlich noch ein bisschen mehr drin. Und zwar ist da drin, was zum Reinigen der Wundränder, sind ein paar Pflaster drin und es ist ein Verband drin. Und diesen Verband finde ich wiederum ziemlich cool. Eigentlich sind diese Dinger für meine Kids ein Fehlkauf gewesen. Aber wie ich finde, ein sehr geiler Fehlkauf. Denn, hier haben wir eine Wundauflage, ähnlich wie bei einer beim klassischen Verbandpäckchen. Ich habe mich wieder hier geschnitten. Gehe bei. Machte diese Pflasterei, mache ich sie da fest, habe da die Wundauflage. Diese Wundauflage kommt hier nach innen. Jetzt kann ich hier mir fröhlich einwickeln. Nein, ich kann keinen fiesen Druck ausüben. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Temperaturen so tief sind, dass ein Pflaster nicht hält, so ohne weiteres, oder wenn es für ein Pflaster zu groß, aber für eine Traumabandage immer noch zu klein ist, also irgendwo so zwischen Fisch und Fahrrad, dann geht diese Variante hier schon sehr, sehr gut, wie ich finde. Und logischerweise sind diese Dinger, diese Erste-Hilfe-Sets, bei mir im Shop erhältlich. Pflaster, Leute, also ich glaube, über Pflaster brauchen wir uns nicht weiter unterhalten, oder? Ernsthaft? Gut, danke. Gut, ich hoffe, ich konnte auch hier wieder ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Meine Kinder haben diese Sets zum Beispiel im Schulranzen, die haben aber auch jeder eine Traumabandage im Schulranzen. Warum? Weil sie damit umgehen können und weil sie mehrfach schon mir oder Klassenkameraden das Knochenfell wieder zusammengehäkelt haben. Das Erste-Hilfe-Kit hatten wir gesagt, kann rein, komprimierte Gase kann rein und ein paar Handschuhe. Die SWAT-T-Tourniquet,
Und für diejenigen, die unter Migräne leiden, relativ regelmäßig mit Migräne dabei sind, das bin ich zum Beispiel auch. Da darf dann auch was Gutes gegen Kopfschmerzen oder was Verschreibungspflichtiges gegen Migräne drin sein. Für die Damen unter euch wäre für bestimmte Abschnitte alle 4 Wochen Buscopan gegen die Unterleibskrämpfe oder Buscopan Plus gegen Unterleibskrämpfe und Schmerzen. Je nachdem, womit ihr klarkommt. Immer, also das, was ich jetzt dazu sage an Medikamenten, grundsätzlich das, womit ihr klarkommt. Okay, das müsst ihr rauskriegen, das müsst ihr. Ihr kennt die Nummer. Bei Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ungefähr so ist es. Es kann für diejenigen, die regelmäßig trotzdem irgendwelche anderen Schmerzen haben, entweder Paracetamol oder Ibuprofen rein. Wie gesagt, das, womit ihr klarkommt. Für Profi-Allergiker jetzt, wo es gerade aus Frühjahr zugeht, wäre ein Antiallergikum unfassbar witzig. Und damit sind wir am Ende der ersten Folge. Das war das Thema Minimalist-Kit. Was rein, was nicht. Im Thema Wundversorgung lasst bitte die Finger von Tampons. Selbst wenn große namhafte YouTuber davon felsenfest überzeugt sind, dass das funktioniert. Nein, tut's nicht. Und selbst wenn irgendjemand, also mir hat jemand erzählt, ja, ein Freund von mir, der ist bei den Special Forces, der hat mir das erzählt. Und das hat dieser Freund von den Special Forces mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gemacht, weil genau der Typ genau mit diesem lebensgefährlichen Halbwissen rumrennt. So, Kenners, passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Wenn doch, lasst mich wenigstens über Social Media dran teilhaben. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woo-hoo!